und die Hälfte des Viererbootes ist heute da in der Sportarena. Felix Wimberger und Nico Merget, schön, dass ihr beide da seid. Servus. Hallo. Ja, am Sonntag wird es ernst für euch. Die WM startet, dort wollt ihr euch auch für die Olympischen Sommerspiele in Tokio qualifizieren. Nico, wie läuft es denn mit der Vorbereitung? Wie viel fehlt noch zu 100%? Ja, ich denke mal, wir sind schon bei 100%. Also wir sind sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Wir fühlen uns hier wohl in Oberschleißheim und sind sehr, sehr heiß auf die WM und freuen uns, dass es jetzt auch wirklich losgeht. Wie läuft es im Training? Wie oft habt ihr heute zum Beispiel schon trainiert? Ja, wir fahren jetzt ja ein bisschen runter von der Intensität und wir haben heute zweimal trainiert. Aber genau, also wir sind froh und es läuft gut. Felix, ihr habt Anfang Juni in Luzern EM Bronze geholt. Kannst du dich erinnern, wann der letzte EM-Titel für ein deutsches Viererboot war? Das ist tatsächlich schon etwas her. Ich bilde mir ein, es war um 2010 rum, aber alleine auch allgemein die letzte Medaille als deutscher Vierer war 2013, also auch schon ein paar Jahre her und es wird wirklich mal wieder Zeit. Und vor 6 Jahren, wer saß da im Boot? Ja, da saß ich auch selber im Boot, genau. Du warst aber nicht immer schon im Vierer gesessen, hast eine Vorgeschichte im Achter. Warum jetzt wieder die Umstellung ins Viererboot? Ich meine, du bist im Achter zweimal hintereinander Weltmeister geworden. Ja, beim Rudern ist es halt so, dass auch ein Weltmeistertitel keine Garantie ist. Wir müssen uns jedes Jahr neu für die jeweilige oder für die Mannschaft qualifizieren. Dementsprechend, dieses Jahr habe ich mich halt für den Vierer qualifiziert und nicht für den Achter. Und gehe halt mit Nico jetzt auf Medaillenjagd. Nico, du kennst den Achter aber auch. Du bist U23 Weltmeister in dem Boot geworden, in dem Achter. Was ist denn das für eine Umstellung? Wo liegen die größten Unterschiede zwischen dem Vierer und dem Achterboot? Also erstmal sitzen natürlich 4 Leute drin statt 8 oder statt 9. Und natürlich ist es ein bisschen andere Fahrweise. Der Achter wird ein bisschen härter gefahren als der Vierer ohne. Härter? Was versteht Der Druckverlauf ist ein bisschen anders. Also wir steigen anders vorne, sagen wir, Ruderer sagen, wir steigen anders vorne ein und beschleunigen das Boot ein bisschen anders. Und natürlich, wir haben keinen Steuermann. Das heißt, wir geben die Kommandos selber aus dem Boot. In dem Fall Felix gibt die Kommandos. Oder ich als Schlagmann muss auch selber steuern. Und das sind so die großen Unterschiede eigentlich. Den Vierer gibt es ja mit und ohne Steuermann sozusagen. Ihr fahrt ihn ohne Steuermann, das Boot. Du gibst aber die Kommandos. Kommt es da dann nicht vor, wenn ihr gerade kräftig am Rudern seid, dass man da ein bisschen Atemprobleme bekommt und man irgendwas rausschreit, was kein Mensch versteht von den anderen? Ja, natürlich. Also ich meine, wenn man im Rennen fährt, ich gebe da die Kommandos. Ich sage den anderen 3 Jungs quasi, wie wir im Rennen unterwegs sind. Das heißt, wo sind die Gegner? Sind wir davor? Sind wir dahinter? Dadurch, ich dann natürlich jetzt nicht ganze Sätze im Rennen erzählen kann, haben wir uns eigentlich immer im Training darauf geeinigt, dass meistens mit 1, 2 Wörtern nur halt, dass quasi ein Begriff eine bestimmte Tätigkeit halt auslöst, damit ich halt da nicht ganz oder so viel reden muss im Rennen. Aber ihr versteht ihn trotzdem immer? Ja, also natürlich am Ende des Rennens, dann wird es ja immer ein bisschen schneller, ein bisschen abrupter. Aber genau, es ist kein Problem, wir sind auch eingespielt. Nico, für dich ist es ja gar nicht selbstverständlich, dass du jetzt bei der WM mit im Boot hockst. Du wurdest ja nominiert heute, bist aber mehr so ein bisschen nachgerutscht. Wie war das bei dir? Ja, ist natürlich. Also ich bin 2018 einen Stützpunkt nach Dortmund gegangen und habe so ein bisschen eigentlich alles auf eine Karte gelegt, weil ich nochmal wissen wollte, kann ich's? Ich schaffe es ganz oben. Weil du auch eine schwere Verletzung mit 2017, glaube ich, hattest. Genau, also ich hatte 2017 eine schwere Verletzung, die mich auch zurückgeworfen hat. Aber habe dann gesagt, ich möchte das wirklich wissen. Und lebe seit 1,5 Jahren in Dortmund und bin eigentlich sehr froh, dass es dann alles so geklappt hat und dass ich jetzt hier mit den Jungs im Vierer sitze. Aber im Rücken keine Probleme mehr? Nein, alles gut. Wir haben ja einen sehr guten Staff, unsere Physios, unsere Ärzte, die helfen uns sehr und das ist schon super. Ihr habt nicht nur EM-Bronze geholt, sondern seid auch Dritter geworden beim letzten Weltcuprennen. Also es zeigt eigentlich schon, dass ihr auf einem guten Weg seid, dass ihr euch auf einem guten Weg befindet. Felix, wie viel Zeit verbringt ihr denn miteinander? Oh, das ist eine gute Frage. Also wir haben ungefähr, sagen wir mal, 25 Wochenstunden reine Trainingszeit und im Trainingslager ist es halt noch mehr. Also da geht es dann auch eher mal Richtung 30 Stunden reine Trainingszeit. Natürlich jetzt zu der Phase fahren wir eigentlich nur Vierer, also nur die Bootsklasse, die wir halt trainieren, so dass ich den Nico eigentlich von morgens, bei uns geht es 6:30 Uhr morgens los, bis ich eigentlich ins Bett gehe, den sehe.
Und zwischendrin zusammen noch Mittagessen, Abendessen, alles was dazugehört, oder? Genau. Wie oft bekommt man sich denn da in die Haare? Es ist ein bisschen schwierig, oder was heißt in die Haare? Klar, dass wenn man mal müde ist, dann ist man ein bisschen gereizter und so. Das glaube ich, kann jeder oder kann jeder nachvollziehen. Aber mittlerweile, glaube ich, kann sich jeder so weit einschätzen, dass sie dann auch einfach mal zurückzieht und dann doch mal im Zimmer 5 Minuten allein ist. Und wir dann auch das Glück haben, dass wir das auch gegenseitig einfach ansprechen und dann mal sagen, okay, jetzt gib mir mal 5 Minuten oder lass mir jetzt einfach mal ein bisschen in Ruhe und dann das auf einem ganz gesunden Maß. Aber es kommt öfter vor. Ja, natürlich. Ich meine, im Training, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Da wird sich im Boden auch ruhig mal angeschrien, ein bisschen angezankt. Natürlich immer alles auf einem konstruktiven Niveau, aber ich meine, das Rudern ist ein harter Sport, da geht es halt einfach ein bisschen rauer zu. Also man muss sie auf jeden Fall mögen oder was wäre, wenn man jetzt da keine Sympathie füreinander hat? Ja, wir betreiben den Sport ja schon seit vielen Jahren, also wir haben ja auch die Jugendmannschaften durchlaufen und wir kennen die Situation und man kennt natürlich die Person, also die Bimbo kenne ich auch schon seit vielen Jahren und weiß genau, wie ich mich auf ihn einstellen muss. Und genau, aber wir arbeiten auch zum Beispiel mit Sportpsychologen zusammen, die uns da auch ein bisschen schulen und helfen und uns am Anfang der Saison auch wirklich aufeinander einstellen. Also wie eigentlich in einer guten Ehe, wo man dann lieber, bevor es Probleme gibt, mal zum Psychologen geht und sich oder das mit dem dann klärt, oder? Richtig, genau. Was sind denn jetzt eure kurz- und ja, langfristigen Ziele? Bleibt es beim Achter, bleibt es beim Vierer oder wechselt ihr doch mal wieder zum Achter? Felix, wie sieht es bei dir aus? Ach, das große Ziel ist eigentlich, erstmal für Tokio zu qualifizieren. Ich persönlich, mir ist das eigentlich jetzt erstmal dahingestellt, welche Bootsklasse. Es ist nach wie vor immer das große Ziel, da erstmal mitzufahren. Wie sieht es bei dir aus? Also ich habe ja, Felix war ja schon mal bei den Olympischen Spielen. Bei mir hoffentlich werden es die ersten. Und dementsprechend ist es der Traum, einfach da mitzufahren. Und dementsprechend ist es auch egal, ob man jetzt erstmal im Vierer, im Zweier oder im Achter sitzt. Ab Sonntag zählt's, Weltmeisterschaft in Linz. Favoriten werden wahrscheinlich dieselben sein. Weltmeister Australien, Neuseeland, USA nehme ich mal an, werdet ihr wahrscheinlich auch als mit die stärksten Nationen sehen. Felix, was ist denn für euch drin? Also wir hatten ja eigentlich doch eine recht konstante Saison und auch für einen Vierer ohne eine recht erfolgreiche Saison. Im Vierer ohne ist leider ein recht enges Feld. Das heißt, da sagen wir mal, können 10 Boote um die Medaillen mitfahren. Und deshalb kommt es auch einfach auf die Tagesform drauf an. Und ich denke mal, dass wir das ganz gut hinkriegen. Einfach wirklich dann, es wird entscheiden, auf den Punkt dann halt eben unsere Leistung abzuliefern. Und das Minimalziel ist eben, den Vierer für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das heißt Platz 8 in unserem Fall. Und dadurch aber die Saison doch erfolgreich war, wollen wir auch einfach weiter nach vorn. Dann wünschen wir euch alles, alles Gute, dass es für mindestens Platz 8 und damit auch für die Qualifikation für Tokio 2020 reicht. Danke euch fürs Kommen und viel Erfolg. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.